und herzlich willkommen zum Jahresempfang 2023 der IHK zu Lübeck. Ich sehe, alle sitzen. Nein, es sitzen noch nicht alle, aber jetzt haben Sie noch die Möglichkeit, sich hinzusetzen. Es ist 3 Jahre und 5 Monate her, dass wir uns hier das letzte Mal versammelt haben und wir freuen uns unfassbar, dass Sie alle da sind. Kommen Sie einmal mit, ich zeige Ihnen mal, was hier so los ist. Ich bin hier noch oben, wir nennen es liebevoll den Brühwürfel, weil wir hier immer gebrüht werden und uns allen heiß wird. Hier ist die ganze Technik versammelt und wir gehen jetzt hier einmal um die Ecke und ich hatte eigentlich erwartet, dass hier mein Kollege, kommt noch mal mit, der hat sich jetzt an einen anderen Platz versteckt, mein Kollege Can Özren, der kreative Kopf des ganzen Jahresempfanges. Can, wie ist das jetzt? Wir haben jetzt 3 Jahre das nicht mehr machen können und jetzt sind wir hier wieder real da, mit Personen, mit Publikum. Du siehst alles durch die Bildschirme. Bist du gut vorbereitet? Ich bin gut vorbereitet, aber das Schönste ist, 3 Jahre haben die Leute darauf gewartet, dass wir wieder einen Empfang geben. In Session ist die Stimmung 3-mal so gut wie sonst. Das ist super. Alles klar, Can. Du hast alles im Blick. Ich will dich nicht weiter stören. Oh, da kommt schon der Applaus. Also, wir ziehen weiter. Sie haben noch ganz wenige Minuten Zeit, Ihren Platz zu finden. Und ich gucke einmal, es haben schon fast alle Ihren Platz gefunden. Ich bin begeistert. Also, wir sind 3 Jahre, konnten wir uns nicht sehen. Wir waren einmal in den Media Docs drüben. Wir waren einmal auch schon hier in der MUG, aber leider vollkommen ohne Leute. Und wissen Sie, seit 3 Jahren ist auch schon bei uns meine Kollegin Johanna Böttger. Die ist jetzt schon, wie gesagt, seit 3 Jahren hier. Und die war aber noch nie bei einem Jahresempfang der IHK wirklich vor Ort mit Publikum. Und jetzt sehen Sie sie. Johanna, wie fühlt sich das jetzt an? Ist es was anderes oder ist es genau das gleiche wie die letzten 2 Jahre? Nein, ist es nicht. Es ist überwältigend. Es ist so schön, dass wir unsere Gäste wieder live und in Farbe hier in der MUG begrüßen können. Und ich freue mich riesig auf den Abend. Ja, super. Johanna, erzähl mal, was erwartet uns da draußen? Was stehen da? Wie viele Fressbuden gibt es? Oh, auf jeden Fall ist für jeden genug dabei. Wir haben ein riesen Angebot und wir haben 6 Foodtrucks und wir haben noch eine Grillstation. Und ja, wir können ordentlich schlemmen heute Abend. Also keiner wird hungrig nach Hause gehen, hoffe ich. Kommen Sie mit. Vielen Dank, Johanna, dir ganz viel Spaß heute. So, und meine Damen und Herren, vielen Dank fürs Kommen. Das ist ein toller Ausblick hier und frohes neues Jahr erstmal. Hier sehen wir noch jemanden. Christopher. Den jungen Mann, den kennen Sie. Den kennen Sie aus dem Fernsehen und natürlich eigentlich vor allen Dingen von unseren Neujahrsempfängen bisher. Christopher, ist das jetzt für dich eigentlich ein totaler Kaltstart? Seit 3 Jahren nichts mehr gemacht oder bist du jetzt schon gewohnt inzwischen wieder nach Corona? Zum Glück ja. Zum Glück inzwischen gibt es ja wieder einige Veranstaltungen, bei denen man echte Menschen trifft und das machen wir natürlich heute auch. Ist super und man sieht es ja, viele Menschen jetzt schon da, das freut uns sehr und ich habe die Zeit gerade genutzt. Du bist ja auch Social Media Mann bei der IHK zu Lübeck. Und jetzt habe ich gerade gepostet und stelle fest, dass ich einen Rechtschreibfehler gemacht habe. Was mache ich da jetzt? Ich habe ein Bild gemacht von hier oben und dann Showtime ohne E. Das ist höchst peinlich, oder? Was macht man da jetzt? Löschen? Frage ich dich jetzt so als Social Media Experte. Ich würde es drin lassen, weil jetzt haben es, glaube ich, schon ein paar Leute mitbekommen hier. Also das ist ein bisschen ärgerlich. Alles klar. Also wir freuen uns auf dich gleich und jetzt kommen Sie einmal mit. Wir haben nämlich jetzt gleich den ersten Show-Act. Wir haben ein künstlerisches Duo, die machen wunderschöne Musik für Sie. Sie werden jetzt gleich schon ein bisschen Musik machen, Sie sehen sie schon auf der Bühne und werden dann auch nach dem Festprogramm, wenn wir uns alle ein bisschen vernetzen, werden wir weiterhin den beiden lauschen können. Ich bin mir seit letzter Woche nicht mehr ganz sicher, ob wir den Musikgeschmack des Ministerpräsidenten getroffen haben, aber Esther und Lukas sind da. Kommen Sie mit. Oh, fall nicht über die Stufen wie ich. Also, meine Damen und Herren, letztes Jahr konnte ich an dieser Stelle jetzt abbrechen und mir ein schönes Bier gönnen. Dieses Mal nicht, wir sehen uns nachher nochmal wieder. Ich wünsche Ihnen ganz, ganz viel Spaß mit Esther und Lukas. Give me everything I need.
you know what it means. Oh, it can't be wrong. Take my heart and make it stronger. You're simply the best. Start of every night.